sich auch in Bellatrix Verlies versteckt. Die Blade ist von Hauterbild, Hogwarts and Moller. Willkommen zurück zu einer neuen Video auf meinem Kanal. Und bevor ihr jetzt ausrastet, warum ist hier alles dann? Warum ist Hindenburg? Lasst mir zuhören. Und zwar, genau, lasst mir zuhören. Alles gut, ich weiß, dass es so etwa so aussieht bei euch, denn habe ich jetzt ein Screenshot gemacht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ich erzähle euch jetzt, wie man hier die Fenster reinmacht und den zweiten Teil von unserem Gatehouse. Denn letztes Mal, keine Ahnung, es hat eigentlich Ton aufgenommen und ja, irgendwie wollte YouTube oder irgendwo war ein Fehler, dass es keinen Ton gab. Darum nehme ich es jetzt neu auf, aber keine Sorge, ich erkläre es euch ganz normal, also ignoriert es einfach. Und zwar heute machen wir hier das Gatehouse, dann da hinten, ne, warte, ich zeige einfach drauf, dann einfach hier hinten diese Wand, die ist ja bei euch eigentlich noch leer. Dann da vorne die Wand, aber da ist jetzt, seht ihr, nur zwei Fenster, ist nicht so viel. Da würde ich sagen, hier bei euch sieht es etwa so aus. Natürlich ohne die Fenster, die kommen später, aber dann gehen wir auch los. Und zwar, wir schauen von oben drauf, hier gibt es, sag ich mal, so einen großen Halbkreis und einen kleinen Halbkreis. Am kleinen Halbkreis gehen wir hier an dem Vierer Richtung großen Halbkreis und gehen hier nach unten. So, beim letzten, so auf der gleichen Höhe, ja, platzieren wir einen Block. Gehen eins zur Seite und diesen einen Block, sage ich mal, mit dem hier mitgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nach oben gehen wir damit. Dann tun wir jetzt, sage ich mal, hier noch genau 1 nach vorne und 1 zur Seite. Zur anderen Seite. So. Perfekt. Wartet. Ich habe einen Fehler gemacht. Macht es bitte 11 hoch. So. So, habt ihr das 11 hoch gemacht, braucht ihr einfach ganz normalen Stein. Und dann gehen wir hier auch schon weiter. Und zwar, ihr seht schon, bei euch sieht es, sage ich mal, jetzt so aus. Genau. Perfekt. Soll auch so aussehen. Wir gehen jetzt hier erstmal dahinter und tun hier beim letzten das auch nach unten ziehen, dass es, sage ich mal, auf beiden Seiten gleich ist. Dann tun wir überall zwei Blöcke drunter. So. Und tun jetzt unser Stein nehmen, gehen hier in die Mitte und platzieren hier erstmal eine Schicht. Dann weiter zwei Schichten. Da könnt ihr eigentlich bis zur Wand alles machen. Und dann, sage ich mal, drei Schichten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, geschafft. Tun wir da hinten. Na, das kommt ja noch, ne? Ja, ich. So. Ne, den falschen. So sieht es bei euch aus. Genau. 1, 2, aber jetzt machen wir noch einmal 3. Also, ihr seht, warte. Hier, diese drei zählen, also hier von da in der Mitte, so 1, 2, 3 und diese drei zählen. Und das tut ihr, sage ich mal, Schicht für Schicht, so links und nach rechts und nochmal nach links, bis es, sage ich mal, hier so, ja, vorgezeigt wird. Jetzt hier nochmal und dann nochmal hier und dann ist alles nach Reihenfolge und dann noch ganz am Schluss einmal, sage ich mal, wie drüben mit Steinziegel. Eins natürlich auch oben drauf und eins drunten. Und dann haben wir eigentlich schon da, wo die Brücke steht. Jetzt natürlich an den Seiten einmal runter. So. Und dann, bevor wir es nicht vergessen, hier habe ich ja so einen Zipfel, das machen wir auf jeder Seite. Hier. Ja, hier können wir es nicht machen, das ist sehr schade, aber hier können wir das machen, einfach an der Seite. Hier können wir es wieder nicht machen. Na, dann würde ich sagen, irgendwie tun wir das weg. Ja, genau. Dann haben wir das schon oben. Und jetzt gehen wir auf jede Seite und schlagen das, sag ich mal, immer so, ja, drei weg. Wie hoch wird es? Das wird vier hoch. Genau. Dahinter tun wir erstmal Kohle ausfüllen, so wie hier im Video. Und dann machen wir so einen, ja, Durchgang. Tun wir erstmal an den Seiten hier, wie nennt man das? Treppen hinmachen. Wie sieht es so aus? Dass wir es einfach so ganz komisch machen. Ich glaube, das sieht sogar besser aus. Also so ein Video müssen wir mal rumprobieren, was, also wie es für euch am besten aussieht. Wie gesagt, ich habe es ja zuerst ein bisschen anders gebaut, aber so finde ich es eigentlich besser. So. Ein bisschen breiter. Natürlich unten dann das mit Stein austauschen. Und dann haben wir das. Jetzt unten sieht es nicht so gut aus. Wir tun erstmal unten alles ausfüllen auf der Höhe. Perfekt. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Jetzt gehen wir hier in die Mitte. Das ist hier. Auf dieser Seite, vorderen Seite.
lassen einen zweiten, so, 1 frei. Und beim dritten platzieren wir hier einen Block. So, in der Mitte 3 frei. Und die müssen wir eigentlich gerade rüberziehen. Und dann stoßen wir auch drauf. Die tun wir hier an den Seiten ausfüllen. Perfekt. Und dann noch, sage ich mal, ganz nach hinten. Das sind immer 2. Tun wir auch noch einmal hin. Und dann haben wir die Brücke. Genau. Jetzt aber, die Brücke führt ins Nix. Cool. Jetzt gehen wir hier an den Seiten und schauen jetzt, wo unsere, sag ich mal, unser Tunnel da sein soll. Soll auch mit hier ein bisschen passen. Wie gesagt, schräg ist ein bisschen blöd. Also ich weiß jetzt hier, ich habe es schon mal vorgebaut. Darum, ich lasse von den Seiten hier 1 frei und ziehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7 Meter oder Blöcke großes Loch rein. Und ziehst dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke zur Seite und füll erstmal dieses Loch aus. Genau. Und jetzt seht ihr hier, ich gehe dann immer 2 nach hinten und platziere hier immer 2 nach hinten, bis ich drüben ankomme. Hier auf der anderen Seite auch. Und ziehe es erstmal gleich hoch wie unser Loch hier. Warte, das war ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich 6 gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macht es 7 hoch. Sorry. 7 hoch. 6 und 7 mal 6. 6 ist ja breit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bin ich blöd im Erzählen? Nein. 7 mal 7 großes Loch hier. Das dann die Wände hochziehen. Dann oben, sage ich mal, die Decke ganz bis rüber. Dann geht ihr hier an die Seite und seht, so sieht es bei euch aus. Einfach eins davor, Steinziegel hinplatzieren, 2, 2, 2, 2. Auf der anderen Seite auch. Dann habe ich hier die Steinstufe gemacht. Und dann habe ich das auch einmal davor platziert. Stein, hier. Perfekt. Wow. Wenn es sowas ist, natürlich auch drunter. Also nicht hier einfach aufhören, sondern hier auch mitmachen. So. Fenster rein. Naja, die Fenster sind, sag ich mal, ein bisschen Freestyle, weil man sieht auf den Bildern dazu relativ wenig. Die einzige Fenster, die man, glaube ich, sieht, sind die da vorne, dass man hier so 2 Schlitze hat. Genau, die zeige ich euch die Maße. Hier vorne, von unten lassen wir 4 frei, machen dann 3 Steinblöcke, tun dann oben eine Stufe hin, genau, und hinten einfach weg. Diesmal ohne Glas, weil das ja nur Schießdinger sind. Von oben ein genau das gleiche, nun dass wir von oben 3 freilassen, 3 wegschlagen, aber dennoch von oben diese Stufe machen. Den Rest hier, das ist auf der gleichen Höhe wie da vorne, wobei ich glaube ich als niedriger, naja, könnt ihr machen. Genau, dann hier vorne ist ja bei euch ab hier, ist ja hier eine Lücke. Ihr seht, einfach rüber machen, rüberziehen, hier natürlich, sage ich mal, das einbehalten und das hier nicht machen, das sind wirklich nur 4. Also hier einfach auch so eine Lücke machen. Natürlich hier auch hier unten, sage ich mal, das Fenster reinmachen. Jetzt kommen wir zu diesem Fenster. Und zwar als allererstes, ihr seht hier, müsst ihr noch ein weiteres Gewächshaus machen. Und zwar abhängig, wie viele Blöcke hier frei sind. Bei mir sind es, sage ich mal, 5 Blöcke für mein Gewächshaus. Darum hier einfach abschauen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, bei mir genau gleich, passt nicht mehr hin, einfach so bauen, wie es hier ist. Ist nicht die Welt, ihr seht hier, man kommt ja sonst nicht rein, habe ich dann hier eine Seite dann genutzt, um dann das hier vorne, diesen Eingang nach hier zu bauen. Ist eigentlich nicht so schwer und ja, dann hier vorne, ihr seht, ich habe hier Fenster gemacht, 2x2 jeweils und eigentlich ganz egal, wo und wie man das macht, aber von den Seiten sage ich es in 1, 2, 3, 4, 5, 6 frei. Da kommt ein Fenster, 3 frei, ein Fenster, 3 frei, immer weiter ein Fenster, bis ihr keine Lust mehr habt. Ich habe 6 Fenster reingemacht, es können aber beliebig viele sein. Dann aber von oben, das sind Fenster, die sind, warte, 3 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 3 mal 6 Loch macht ihr rein, tut das so. So sieht es dann bei euch aus. Dann hinten am besten gleich alles mit Kohle und Glas machen. Dann an den Seiten die Treppen hin. Treppen, keine Stufen, sorry, Treppen hin.
ganz um eine Stufe und jetzt ähnlich wie vorne beim Viadukteingang tut er hier so ein Vordach machen. Nochmal langsam, hier die Stufe nach vorne und jetzt bei diesem kleinen Viertel von der Treppe einfach nach vorne machen. Das tut er von der Seite hier 4 Blöcke Abstand lassen, von der Seite von eurem Ding 2 Blöcke. Und da könnt ihr auch hier die Mitte nehmen, aber es ist nicht ganz in der Mitte, sondern ein bisschen weiter drüben. Also ich habe hier die Mitte genommen, so auf die Höhe und direkt ab da, Richtung darüber, habe ich dann das gemacht. Versteht ihr? Gut. Dann gehen wir hier rüber und zwar hier die zwei Löcher einfach von unten eins freilassen, von den Seiten eins einfach ein Loch reinmachen, dann 4 und noch ein Loch. Verdammt. Noch ein Loch reinmachen. So. Muss auch, ihr seht, ich habe es auch nicht mit Glas gemacht, sondern ein, weil es auf ein Schießloch ist, finde ich, mit Kohleblock. An der Seite habe ich dann 3 frei gemacht, aber wie gesagt, das ist ja immer anders. Hier an der Seite, wie gesagt, ich glaube, das haben wir schon gemacht, aber wenn wir hier das hier nach da vorne gezogen haben, machen wir da wirklich mehr. Da vorne war es jetzt, sage ich mal, eine Ausnahme, aber daran habe ich gemerkt, dass wir erst den Berg machen müssen und dann, sage ich mal, das Tor. Denn es kann ja auch beliebig runter oder hoch wachsen. Und dann ist es einfach blöd, sich jetzt darauf festzulegen. Und ja, da vorne habe ich 2 Fenster gemacht, weil ich nicht so ganz wusste, wie man das machen kann. Aber ich habe jetzt eine kleine Idee. Und zwar gehen wir erstmal an unserem Glockenturm, haben wir hier die Treppe gemacht. Hier an den Seiten diesen Block lassen wir frei und ab da schlagen wir erstmal eine Reihe weg. Da wo unser Turm ist, da tun wir es einmal freilassen. Müsst ihr beachten, die 2 hier vorne gehören ja auch noch zum Turm da oben dazu. Darum lassen wir die auch frei. Bis zu unserem Astronomieturm tun wir eine Steinziegeltreppe. Natürlich hier, wenn ein Loch entsteht, das Loch gleich flicken. Ein bisschen dunkel hier, ich weiß. Und dann tun wir einfach hier rüber eine Rille reinmachen. So, und dann sage ich mal, wird auch hier, dass es wirklich ein Turm ist, noch mehr deutlich und sieht viel besser aus. Jetzt sage ich mal, hier das Fenster, das ist 4 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke breit. Von unserer Rille habe ich oben eins freigelassen und dann sage ich mal, die wie hoch, ihr wisst wie hoch das war, 4 mal, ihr wisst wie hoch das war und von unten habe ich 1, 2, 3, 4, 5 gemacht und dann das Fenster gemacht. Man sieht es in keinem Blickwinkel oder nur sehr selten. Wie gesagt, es waren verschiedene Recherche. Es waren sehr viele Entwickler bei diesem Schloss dabei. Darum ist diese Ecke nicht ganz so wichtig und wir können es eigentlich selber gestalten. Wir können ja noch kleine Fenster machen, finde ich ein bisschen too much. Darum mache ich die 2 und lasse es auch dabei. Genau, war eine bisschen kürzere Folge. Ich weiß, irgendwas ist passiert. Ich habe extra darauf geachtet und ich habe es auch gesehen. Wenn ich es zusammenschneide, dann höre ich auch auf die Audio. Ihr wisst, wenn ich zu dumm bin zu sprechen, darum einfach, ja, genau, darum einfach, sage ich mal, ja, YouTube die Schuld geben. Liegt der Fehler nicht bei mir. Jetzt, weil das Video so kurz war und der, ja, diese Person, die mir das erzählt hat, so reizend war und es mir erzählt hat, weil es ihm aufgefallen ist, will ich Ihnen, sage ich mal, ein Upgrade geben. Und zwar, da brauche ich hier die Kettenhosen. So. Damit hier, Yannick, ja, lol, danke für deine Sache. Nein, die will ich nicht. Die will ich. Und dann kriegst du schon, sag ich mal, ja, besseren Stuff. Danke dir und dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Lass doch ein Like und ein Abo rein. Auch bei dieser leicht strange Folge. Ist auch, sage ich mal, eine Reihenfolge nach dem Upload, wenn man es nachgeht, ein bisschen verschieden. Aber wie gesagt, in der Playlist kann man es, glaube ich, verschieben. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie gemacht. Ich glaube aber schon, da ist es ganz normal. Wie gesagt, oben ist die Playlist verlinkt. Dann müsst ihr nicht nach dem Upload schauen, wenn ihr das baut. Dann würde ich sagen, Leute, haut ein Like und ein Abo rein, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ganz ehrlich, schreibt einen Kommentar. Ihr dürft wirklich die Sau rauslassen und mir alles heißen und beleidigen. Ich weiß, aber es war, wie gesagt, kein Fehler bei mir. Beleidigt YouTube. Nee, Spaß. Dann würde ich sagen, Leute,
Bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst ja, dieser kleine Spoiler, wir machen hier den Berg. Damit ich sagen, Leute, das war's mit dem Video. Klickt einfach alles, hittet alles und ciao.